Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Soul Silver, die Nuzlocke-Variante. Heute die Untersuchung einer Höhle, währenddessen ich noch halb im Tiefschlaf bin. Ich bin gerade nämlich aufgewacht, habe auf die geguckt. Ach, 2 Uhr mittags. Ich sollte mal Pokémon aufnehmen. So, und ja, heute deswegen ein bisschen später. Und wir treffen als allererstes ein Knuddeluff. Das arme Knuddeluff kriegt erstmal richtig eins in geknuddelt. So, wir knuddeln jetzt natürlich ein bisschen. Wir haben ihn überhaupt gar nicht ins Gesicht geschlagen. Oh. Nicht von allein umge... Kippt. Wir warten jetzt, bis er aufwacht. Das wird zu doof. Ich will nicht mit einem Pokémon in der Höhle rumlaufen, das schläft. Sag mal, kannst du was anderes außer Gesang? Ach, Aussetzer! Wow! Also die Vielfalt bei diesem Pokémon ist gigantisch! Warum? Gesang? Aussetzer! Gesang? Muss ich nicht verstehen. Keine Ahnung, was das sollte. So. Wir finden einen Top-Trank so früh. Ja gut, dann durchwühlen wir weiterhin die Höhle. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, in welcher Höhle wir sind. Ich wusste nur, dass wir in einer Höhle sind. Wir haben auch keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ach, auf jeden Fall richtig. Nugget, ich hätte gerne ein TM. Apropos, wir können doch TMs kaufen. Hm? Vielleicht sollten wir welche kaufen. Das ist ein guter Plan. Damit können wir unser Team auf jeden Fall wesentlich verstärken. Verstärken, ist das überhaupt ein Wort? So. Ich glaube, wir können Kampf machen, oder? Nee, Kampf war... Nee, andersrum. Kampf war nicht gut gegen Insekten. Oh. Wir sollten das Pokémon wechseln. Wozu wechsle ich das Pokémon? Der Typ hat auch Glut. Wie gesagt, ich bin gerade erst aufgewacht. Das ist 2 Uhr mittags. Mein Hirn funktioniert noch nicht so ganz. Aber zumindest habe ich das schon mal erledigt. So. Lass mich 2 Schritte laufen. Das ist eine Höhle, Freunde. Und ein Pipi. Tja. Hier wird es wieder in der Gefetten gehen. Der Knuddeluff. Und wir werden dich einfach totschlagen. Was mich immer damals gestört hat, ist, dass quasi Knuddeluff und Pixie. Wie heißt das? Pixiemon? Pixie? Ich glaube, die ist einfach nur Pixie. Pixiemon war Digimon, glaube ich. Dass die sich so ähnlich sahen, fand ich immer ein bisschen seltsam. Weil ich meine, Pixie. Beziehungsweise. Ja, Pixie, oder sagen wir Pixie. Pixie kam ja vom Mond. Und Knuddeluff nicht? Und die sehen aus, als wären die Schwestern? Er stimmt doch vorne und hinten nicht. Kannst du mir nicht erzählen. So, da setzen wir am besten mal Laurin ein. Für eine Sekunde habe ich gedacht, Laurin ist tot. Ist er aber nicht. Ist gut. Oh, Stampfer. Das ist ein starker Attack. Hatte ich auch mal, bevor mein Pokémon gestorben ist. Leider ist es dann gestorben. Traurig, aber wahr. Na komm. Kann es sein, dass es die einzige Unlichtattacke ist, die ich kenne? Ja, Geist kenne ich noch, ne? Ist Geist gut gegen Psycho? Ich glaube schon. Aber andersrum auch. Oder? Gott, ich bin einfach zu lange draußen. Ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Und wie ich hier rauskomme. Ein Mammutell. Wir haben einen Kampftyp. Am besten wir setzen auch Dancy ein. Weil unser anderes Feuer-Pokémon würde aufs Maul kriegen. Na super, das überlebt auch noch. Pulverschnee. Gegen einen Feuertyp. Oh,
Das war ein Volltreffer, wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Mamutel. Ein bisschen noch, dann hätte ich es wehgetan. Sehr schön. Dann sie Level 20 und dann wechseln wir das Pokémon. Das Gute ist, weil ich gerade so verwirrt bin und ich weiß, wo ich bin, werden wir die Pokémon auf jeden Fall ein bisschen hochtrainieren können. Mensch! Wieso du schon wieder? Was soll denn das? Okay. Nicht mit mir! Dein Aussetzer kannst du knicken und dein Gesang kannst du knicken. Geht doch. Mach lieber das. Es dauert zwar ewig, bis du fertig bist damit. Oder auch nicht. Aber es nehme ich viel lieber als Gesang. Guckt euch die Attacke von Hühner an, Freunde. Ist das nicht pervers für unsere... Das ist so perfekt. Eigentlich, wenn Denzi vorne ist, können die uns nicht einschläfern. Die können nicht mal Teleport einsetzen. Die können gar nichts. Also vielleicht Explosion und Denzi ist tot. Das könnte passieren. Aber ansonsten... Sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ach, ich habe dich gefunden. Großartig. Hey, Randolph? Ich heiße nicht Randolph. Oh, ein Herausforderer von Streber Urban. Wenn er da ein Pokémon hat, ein Pikachu, das ein Roboter ist. Wer sagt mir dann, dass dieses Fleckmon keines ist? Mehr müssen wir. Ich weiß nicht, ob dieses Fleckmon irgendwie Psychokinese oder so beherrscht und damit B-1099 ziemlich zusetzen kann. Es ist Fluchend, okay. Wir machen es ganz normal, Stachelspore. Oder auch nicht. Es passt mir nicht, dass er seinen Angriff steigert und er ist Level 19, Freunde. Er ist einfach fucking Level 19. Jetzt Gottverdammt! PC! Oh Gott. Wir müssen ihn wechseln, Leute. Ach Gott. Oder? Nein, ich wollte... Ich drück nach oben, weißt du, und er geht nach links. Ja, ist gut. Ich kann an dieser Stelle nicht nach oben drücken. Ich muss hier nach oben drücken. Und ich drücke immer nach links und dann nach oben. Komm, Megasauger. Töte es, bevor es dich tötet, mein Freund. Ich habe so das Gefühl, dass er gleich einmal irgendwie kopflos macht und mein Pokémon kippt einfach rum. Das schmeckt mir nicht, Freunde. Ich habe Angst davor, dass er jetzt angreift. Er hat schon meine Verteidigung gesenkt. Und er hat irgendwie dreimal seinen Angriff gesteigert, ne? Wenn er jetzt noch einen Volltreffer macht, dann weiß ich nicht, was passieren wird. Ich muss ihn schnell töten. Gott, verdammt. Wahrscheinlich hätte er dann zum Schluss nochmal Amnesie eingesetzt. Einfach nur, weil er es drauf hat. Du hast mich ein bisschen ins Schwitzen gebracht, pardon, oder wie auch immer du heißt. So, weiter geht's. Ach, das war's schon. Tatsache. Warte, diesmal verliere ich nicht. Was heißt diesmal? Eine Herausforderung von dem Psycho Naoto. Ich meine, wer so einen Anzug trägt, ist halt ein Psycho. Oh. Normalgift. Nein. Kampfgift oder was? Das gefällt mir alles nicht, ey. Das gefällt mir aber alles nicht. Was zum Teufel ist Nidoking für ein Typ? Ich weiß, dass er Gift ist. Aber er müsste doch normal Gift sein. Oder ist Gift nicht gut gegen... oder ist Kampf nicht gut gegen Gift? Nidoking. Ich hätte schwören können, ich hätte ihn einfach totschlagen können. Giftboden?
Seit wann ist Nidoking ein Bodentyp? Hab ich hier was verpasst? Kampf. Müsste funktionieren. Müsste funktionieren, Freunde. Nicht dein Ernst, ey. Hier. Take this. Seit wann ist Nidoking ein Bodentyp? Damals war er doch kein Bodentyp, oder? Du setzt jetzt Doppelkick ein. Giftstacheln wird auch effektiver. Okay, wir setzen auf jeden Fall Megasaug ein. Kriegen wir nochmal ein bisschen Leben zurück. Und er kann nichts gegen uns tun. Eigentlich wollte ich nochmal Egelsamen machen, aber das war mir doch ein bisschen zu knapp bei Hälfte des Lebens. Okay, dann wechseln wir das Pokémon halt wieder. Zwei Volltreffer, Leute. Ich fass das nicht. Zwei fucking... Ich hab kein Glück, Leute. Er setzt Doppelkick ein. Und er bekommt einfach zwei verdammte Volltreffer. Ich hätte sofort Stöpsel einsetzen sollen, ganz ehrlich. Stöpsel zerfetzt ihn jetzt. Guckt's euch an. Zwei Volltreffer? Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. So viel Pech kann man doch nicht haben. Oder? Kann man so viel Pech haben wie ich? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Das ist echt nicht normal, Leute. Das ist echt nicht normal. Es tut mir leid, BC99. Ich hätte dich gerne länger behalten, weil du echt cool warst. Aber im Endeffekt hast du zwei kritische abbekommen und das war's eigentlich. Ey, kann ich mal eine Folge haben, ohne dass jemand stirbt? Auf eine mysteriöse Art und Weise. Naja, wir haben doch 55 Leute drinne. Das heißt, 55 Pokémon dürfen doch sterben, dann haben wir tatsächlich fast alle durch. Und der nächste im Plan ist der Kabuki-Mann. Mal wieder der Kabuki-Mann am Start. Nidoqueen, weiterkämpfen, kommen. Setzen wir Surfer ein und dann ist die Sache gegessen. Ach Leute, Leute, das geht doch nicht. Warum? Bodenkampftyp. Ihr macht doch gleich mit Doppelkick dreimal Volltreffer und dann ist Stöpsel tot. Zweimal Volltreffer. Das sind Dinge, die einfach nicht existieren in der Welt der Pokémon. Dass man mit einem Doppelkick einfach zwei Volltreffer macht. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei sowas? Ich meine, wie hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit 2 KP einen Dickdarm mit Wegsperre bekommen? Wir haben einfach nur verdammtes Pech. Oh, Body Slam. Oh, Body Slam kannst du bestimmt lernen. Oder? Was haben wir denn? Duplex 7, tschüss. Ach, Leute. Okay. Ich werde jetzt in den nächsten Folgen keine Opfer bringen. Also Opfer von wegen, dass jemand stirbt. Ich werde einfach nur... Okay, ich ziehe diese Aussage zurück. Ich weiß nicht, ob jemand sterben wird. Ich weiß es nicht. Das, meine lieben Freunde, das sieht sehr gefährlich aus für uns. Das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Kabuki-Mann, es tut mir leid, aber das kann nicht gut enden, was du da tust. Sonnenkern. Brauche ich dafür ernsthaft einen Sonnenstein? Willst du mir erzählen, ich brauche einen Sonnenstein dafür? Wir müssen uns jetzt Sonnenkern angucken. Sonnenkern. Ach Gott. Pflanze.
entwickelt sich zu Sonflora durch den Sonnenstein. Scheiße, Mann, wir laufen jetzt einfach mal mit dem Sonnenkern durch die Gegend, bis wir einen Sonnenstein haben. Ist klar. Ist klar, Alter. Was kannst du für Attacken? Bestimmt den letzten Müll, oder? Wette ich drum. So. Wo haben wir es denn? Blablabla. Wo sind die Attacken von dir? Gib mir deine Attacken. Ach, das sind die Attacken! Ah. Ist es nicht viel? Also. Weil die Attacken sind nicht schlecht, Leute. Die Attacken sind nicht schlecht. Der kann sogar Solarstrahl lernen. Holy shit. Weißt du, aus 0,3 Meter kommt dann plötzlich so ein fetter Strahl. Gewicht 1,8 Kilogramm? 30 Zentimeter, 1,8 Kilogramm. Kommt hin, ne? Ja, das ist sogar so. Oh. Kommt hin. Samen. Es ernährt sich ausschließlich von den Tautropfen, die von den Blättern über ihm hinabfallen. Leicht zu versorgen. Krass. Das ist das perfekte Haustier, weißt du? Das schmeißt du einfach tagsüber raus, vor die Tür. Bewegen kann es sich nicht, weil es keine Beine hat, also kannst du auch nicht weglaufen. Und es frisst einfach mal den Regen, das einfach runterfällt. Perfekt. Möchtest du dem Sonnenkern einen Spitznamen geben? Ja, will ich. Und zwar Kabukiman. So, Kabukiman, wir wollen mal gucken, wie stark du wirklich werden kannst. Der Kabukiman. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Holen wir ihn erstmal ab, ne? Huch. Bin doch gar nicht draußen. Oh. Ich bin auf der anderen Seite. Ich verstehe. Lass mich raten, wir... Das war jetzt kacke, ne? Wir gehen nicht zum... Wir gehen zum Höhleneingang, oder? Zum Pokémon Center? Ah, zum Pokémon Center. Okay. Es tut mir leid, BC99, das... Es ist einfach Pech. Ich meine, zwei Volltreffer. Wer denkt denn an sowas? Och Mann. Naja, wenigstens tauschen wir eine Pflanze gegen eine Pflanze. Aber ich fand Kapilz tatsächlich besser. Einfach weil es da zusätzlich noch Kampf war. Jetzt haben wir schon 18 Pokémon verloren, ey. Boah. Das ist echt viel. Das ist echt viel. Ich bin ja mal gespannt, wer bei den Top 4 noch übrig bleibt, wenn es so weitergeht. Ich habe euch vor Anfang gesagt, ich bin nicht der beste Pokémon-Spieler aller Zeiten. Ich kenne mich zwar aus in dem Spiel, aber ihr seht es ja. Es ist einfach Pech. Mein Pech ist einfach so gigantisch, das glaubt man gar nicht. So. Wie soll das? Wieso fehlt mir Sound auf meinem rechten Ohr? Geht doch. Na komm, geben wir die Pokémon ab. Das Schöne ist, wir haben ja jetzt gerade Ewigkeiten trainiert, um meine Pokémon auf Level 20 zu bekommen. Und dann stirbt die Sau BC99 einfach. Und jetzt habe ich wieder ein Level 13 am Start. Der höchstwahrscheinlich gleich während unseres Gangs sterben wird. Weil er höchstwahrscheinlich 0 HP hat. Wie viel HP hast du? 32, Leute. Der hat einfach 32 HP. Mike hat 46 HP? Was bist du denn für ein legendäres Pokémon? Alter. Ich wette, Kabukiman hat mit 17 einfach mehr Leben als der Typ. Oh, du hast ein Item dabei. Item. Kobabeere. Wie auch immer. Erstmal meine Pokémon beklauen, ne?
So, wir haben jetzt einen Sonnenkern am Start. Ist das nicht awesome? Das kleine Ding da unten. Ich finde schon. So. Gut, dann wollen wir doch mal durch die Höhle gehen, weil wir ja quasi durch die Höhle müssen. Es dauert ja auch nicht lange. Der Durchgang ist direkt am Anfang. Puff. Kabuki war tot. Beim ersten Pokémon, ich sag's euch, beim ersten Pokémon kippt das Ding um. Das kippt gleich einfach um. Okay. Zu meiner Verteidigung, egal was jetzt passiert, Regieis beherrscht Explosion. Wir setzen den mit den meisten Leben ein und das bist du, Laurin. Eigentlich muss ich Denzi einsetzen, ne? Eigentlich muss ich Denzi einsetzen, weil er halt ein Feuertyp ist. Denzi, falls du jetzt durch Explosion stirbst, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber irgendwen muss es erwischen. Stampfer. Alter. Ich habe mal Glück gehabt. Ich hätte böse enden können, Freunde. Ich hätte richtig böse enden können. Komm, gehen wir auf die andere Seite. Da ist noch ein Pokéball, den ignorieren wir jetzt aber gekonnt. Was ist denn hier los? Die wollen mich doch verarschen, oder? Haben wir gerade Sonnenkern bekommen und jetzt bekommen wir Regieis und Regigigas? Du mich auch, Spiel. Du mich verdammt aber auch. Naja, das Gute ist, in den ersten 5 Runden hat er nichts drauf. Erst danach wird er stärker. Irre Schlag. Verwirr mich bitte nicht. Dankeschön. Und ich sag noch, verwirr mich nicht. Und was macht er? Er verwirrt mich. Aber, mein Freund, zu deinem Pech, ich habe noch mehr Kampf-Pokémon. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Och man, B10.90. Warum? Das wurmt mich jetzt. Ich wollte... Oh, der war so gut. Das Pokémon war so gut. Es war eins der besten. Oder kippt es um wegen 2 Volltreffern von Fußkick, weißt du, von Doppelkick. Das ist doch armselig, ey. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Level 14. Sonnenkern. Danach kam Regieis. Und danach einfach mal Regigigas. Läuft bei mir, ne? Das läuft bei mir. Komm. Ach, Flemli, du schon wieder. Endlich lohnt es sich nicht mal gegen ihn zu kämpfen. Komm, Stöpsel. Übrigens, doppelte Pokémon nehmen wir nicht. Alle Pokémon, die wir jetzt schon hatten, auch die Entwicklung, werden nicht mehr drankommen. Nur für euch. Also falls jetzt unser Schad gestorben wäre, hätten wir jetzt das Flamble nicht genommen. Ist doch langsam mal gut. Da ist doch der Ausgang. Pupalanze. Ich glaube, ich habe zu viel gesagt, ne? Pupanze. Die Poperze. Die Poperze von Pokémon. Wir haben... Was ist das? Was ist Grasflöte? Ich hätte einfach einen Bericht schauen können, ne? Ich weiß. Könnte ich mal einschläfern mit Grasflöte? Was hast du noch? Verwurzler ist cool, Wachstum, Mingesauger. Ja, cool. Also cooler Attacken-Kabuki-Mann, muss ich schon sagen. Ich wette, im Endeffekt stellt sich heraus, dass dieses kleine Viech unser stärkstes Pokémon wird. Mit dem wenigsten Leben natürlich. Also, wenn ich jetzt noch Egelsamen hätte, ne? Was? Wieso schläfst du nicht mehr? Oh,
Das, meine lieben Freunde, nennt sich knapp. Und das Pupanze ist nicht mal entwickelt. Ja, es bringt mir auch nicht so viel, dass ich 5 HP regeneriert habe. Ja, setzen wir mal Mike ein, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut war. Aber der ist Level 13, was will der machen? Sein Volltreffer hat er gerade schon. Noch ein Volltreffer wird er ja nicht hinbekommen, oder? Ach, Herrner. Hättest du ihn auch noch töten können. Hättest du ihn auch noch töten können. Spukball, komm. Endlich mal eine starke Attacke mit dem Kollegen. Ja, ja, ja. Naja. Wir müssen auf jeden Fall einen Trank einsetzen. So, war es das Loch, wo wir rausgegangen sind? Ja. Ohne Drechsler ist das oder so, kommen wir da auch nicht hoch. Keine Ahnung, wie das Item hieß. Psycho. So. Gut. Kabuki-Mann, es wird Zeit zu sterben. Die Rurina. Jetzt das nächste Pokémon fertig machen, ja? Ich sehe schon. Ich setze jetzt direkt mal den ein. So, direkt mal Surfer und weg mit dem Ding, du. Weg mit dem Ding. Oder auch nicht. Ich wette, jetzt ist es kein Bodentyp mehr. Ich wette, Nidorina ist... Obwohl, wir haben bei Nidoking geguckt, ne? Wir gucken mal die Vorentwicklung von Nidoking an. Und dann gucken wir mal, ob der da immer noch ein Bodentyp ist. Das würde mich mal interessieren. War Nidoran schon immer... Nee, da ist er noch Gift. Er wird erst zum Bodentyp, nachdem ihm 2 Beine wachsen. Ja, coole Nummer. Aber ich dachte, er wäre normal gewesen. Verrückt. Einfach verrückt. Das heißt, in diesem Falle ist er nur noch Gift. Was natürlich auch ziemlich schädlich wäre für meinen Sonflora. Für meinen Sonnenkern, meine ich. Und das war's mit dem Kollegen. Gut, Freunde, mit der Einsicht, dass wir tatsächlich jede Folge ein Pokémon verlieren und wir nur noch 54 Folgen vor uns haben, bis wir keine Namen mehr haben, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.